Fuck, ist ja richtig warm hier drin. Ne? Wir sind gerade reingekommen und die Fläche hier ist 66.000 Quadratmeter. Also das ist richtig groß, das Ding. Ich freue mich schon mega. Ein paar Sachen haben wir natürlich auch mit dabei und jetzt müssen wir uns bloß noch anmelden, dass wir da sind und dann geht's richtig nice los. Ich muss euch was ganz schön Trauriges sagen, das ist mein wirklich allergrößter Fail. Ich habe einfach meine Actioncam vergessen. Ich habe einfach meine verdammte Actioncam vergessen mitzunehmen. So scheiß dumm. Deswegen kann ich leider heute bloß auf und an filmen und jetzt nicht in Wasser, wo ich in Wasser bin. Tut mir wirklich sehr scheiß verdammt dabei weh. Aber dazu kann ich nichts machen. Ich habe zu Hause vergessen. Habe ich es, aber naja. Aber trotzdem bekommt ihr natürlich ein paar coole Bilder. Naja, liebe Leute, also es ist wirklich ein bisschen später, so 2 Stunden ungefähr. Und wir haben jetzt fast alles ausprobiert und das Krasseste, was ich nicht glauben konnte, wie schnell es war, fand ich die blaue Rutsche da oben, also die blaue Wasserrutsche, die war so schnell, also ich habe gar nichts mehr gesehen, also das Wasser ist einfach hoch in die Augen gespritzt und man hat gar nichts mitgekriegt, also das war so in 0,0 Sekunden war man eigentlich schon unten, leuchtet schnell und das war so eigentlich das Krasseste. Die anderen Sachen habe ich schon ein bisschen erlebt, so bei anderen Parks und es war jetzt nicht so unerwartend, aber wie gesagt, ich kann leider nicht die Kamera mit ins Wasser nehmen, weil dann geht die kaputt, das ist bloß eine Canyon Legia, ja, und die ist halt nicht wasserfähig, Dingsbums da. Jo, also das Wasser ist hier schön hellblau und auch überall sehr schön aufgebaut, sehr grün und es ist auch ein Draußenbad, also man kann auch draußen schwimmen und es gibt auch eine Draußenrutsche, also wirklich sehr, sehr lustig und macht echt Spaß hier zu sein. Also, ja, also man kann auch hier übernachten, man kann in die Sauna gehen, man kann massiert werden, alles mögliche. Wie gesagt, man kann natürlich auch übernachten und da sind so kleine Tipi-Zelte oder normale Zelte hier einfach im Hintern aufgebaut und das ist wirklich, also das finde ich cool. Also nächstes Mal könnte man eigentlich sich überlegen, dass man hier auch übernachten könnte. Leute, mittlerweile ist schon 19 Uhr und wir sitzen hier auf so sonnigen Stühlen. Ja, richtig gut. Leute, mittlerweile ist es 19 Uhr. Leute, mittlerweile ist es 19 Uhr. Hey, mittlerweile ist es 19 Uhr und ich sitze auch vielleicht herum, weil die Farbe hat sich geändert hier im Hintergrund. Die Sonne ist runtergegangen und wir sitzen hier auf Sonnenstühlen. Mega schöne Aussicht. Die ganze Stimmung hat sich hier geändert. Es ist mega schön hier. Also angeleuchtete Wände überall und alles ist viel dunkler. Aber man sieht trotzdem alles noch. Also das ist cool und man kann draußen sein. Ich weiß nicht, ob ich jetzt draußen mit der Kamera mitgenommen habe, aber man sieht draußen, ist das Wasser unten drin anbeleuchtet. Man kann so durch Wasser unterschiedliche Sachen alles durchfallen. Das ist wirklich krass. Also das habe ich noch nie erlebt. So, speziell noch im Dunkeln. Ja. Hier sind ja die ganzen Wasserrutschen. Und die blaue da oben, die hier dann vorbeigeht, hier oben. Die ist der allerkrasseste und man ist da wirklich ungefähr gefühlt 80 km pro Stunde. Das ist wirklich ganz schön krass. Und also das sind die schnellsten Wasserrutschen. Dann gibt es noch welche auf der anderen Seite hier. Da sind so eher für kleinere Kinder, da ist nicht so tiefes Becken. Und sonst geht man hier überall lang und dann sieht es richtig schön tropisch aus. Und speziell auch in der Nacht sieht es hier richtig schön aus. Man kann den allen Hausern auch hier. Hier kann man auch überall auch übernachten und das ist wirklich. Also hier könnte man wirklich auch gerne selber übernachten, aber das machen wir leider nicht. Und hier kann man dann überall essen. Ja, also das ist sehr angenehm, kann man sagen. Wir haben auch von uns hier ein eigenes Eis bestellt. Leute, also es ist um 11. Wir waren jetzt 14 Stunden oder 15 Stunden im Wasser ungefähr. Und es ist richtig krass. Spät, alle sind müde in der Familie, ich bin auch müde. Und es war ein schöner Tag, sehr viel erlebt. Wir waren die letzten 2 Stunden in Whirlpool, Sauna, mit unterschiedlichen Geschmacken, Gerüchten. So mit Elefantenkacke, glaube ich, das war. Ich weiß nicht, ob es Elefantenkacke war, genau, aber hat so gerochen. Dann Salz, Sauna, alles möglich und war, hat so gut gekannt. So, alles hat so gut gekannt und oh, man fühlt sich jetzt wirklich so gut und überall. Es ist einfach 27 Grad gewesen und es ist immer noch, aber wir gehen jetzt leider raus und es ist jetzt einfach 5 Grad draußen und ich werde so frieren draußen und jetzt bin ich so schön warm.
Oh, ich mag das schöne warme Länder. Naja, hoffentlich kommen wir wieder. Dann nehme ich auch meine Action-Camera mit dabei. Mit, ja, ich bin jetzt ein bisschen müde, Leute. Aber hat Spaß gemacht, so lange hier zu sein und alles mögliche mit Wasser zu machen. Ich auch hier, wo wir waren, einen Link kopieren und dann unten in die Videobeschreibung packen. Und dann könnt ihr auch in die Nähe fahren. Und ich glaube, das war einer der anstrengendsten Tage 2016 für mich. Alter, ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da und dann sehen wir uns. Ciao.